Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, auf unserem Kanal Living and Travel. Servus. Ja, heute zu unserem letzten Update von unserem Urlaub. Und das letzte Mal, als wir uns gemeldet haben, war, wo wir aus Österreich weggefahren sind, wo so schlecht Wetter gewesen ist und es geregnet hat. Und dann sind wir ja in den Bayerischen Wald gefahren. Und das war sehr, sehr schön. Und das war auch gut, dass wir das so gemacht haben. Gell? Ja. Wir haben also dann den Regentag genutzt und haben dann Fahrtag gemacht und waren in der Nähe von dem großen Aber. Abersee, genau, ja. Da haben wir an dem Parkplatz, da gibt es so einen großen Parkplatz oben, so einen Schotterparkplatz, und da haben wir Halt gemacht und haben dann am nächsten Tag eine schöne Runde um den Abersee gemacht. Sehr schöne Region dort. Und dann waren wir noch auf dem Silberberg in Bodenmais. Ja. Dann waren wir noch im Bodenmais, genau auf den Silberberg. Sind wir schön hochgelaufen und war ganz gut anstrengend, aber auch kurz. Also konnte man gut laufen, aber war gut anstrengend gewesen. Und die haben dort ein bisschen Disco gemacht. Da war so eine schöne Bar. Die haben dann das erste Mal Last Christmas gespielt. Michael ist bald nicht mehr geworden. Ich fand's cool. Ja, das war herrliches Wetter, wunderschöner Ausblick. Auf den Gipfel haben wir es nicht geschafft, also ich nicht. Michael hätte hochlaufen können, aber mit Hund im Gepäck und dann war nur noch Gestein gewesen. Und das ging für mich auch dann nicht mehr. Ich musste umkehren, dann sind wir zusammen umgekehrt und sind nicht den Gipfel erklommen. Und im Silberbergwerk waren wir auch nicht, hatten wir irgendwie keine Lust, weil das Wetter war so schön, wir hatten keine Lust, in das Bergwerk reinzugehen. Es war so ein Traumtag gewesen. Ja, und dann sind wir noch in diese Kristallwelten gefahren, die haben wir uns angeguckt. Das war auch total schön gewesen, ne? Ja, aber viel Kommerz. Ah ja, das ist halt so. Ja. Ja. Aber trotzdem haben sie das toll angelegt dort und für die Kinder Riesenspielplätze und dann Biergarten, da waren wir noch was essen gewesen. Haben sie auch ganz gut gemacht dafür, dass es so eine große Abfertigung ist. Wir hatten schon das Essen ein bisschen kalt, weil es war auch spät abends, also kurz vor Schluss. Aber ansonsten hatten sie ein gutes Angebot gehabt, kann man nicht meckern. War Live-Musik, wurde sogar ein bisschen getanzt dort, so Folklore. Also es war richtig schön gewesen. Ist auch eine wunderbare Region, der Bayerische Wald. Erst habe ich so gedacht, ja, aus dem schönen Berchtesgaden, Schönau und dann Österreich dahin. Aber nee, überhaupt nicht. War total toll. Es gibt super Wanderwege dort. Dann waren wir noch am Ende auf dem großen Aber. Das war mega schön gewesen. Und da gibt es ein ganz tolles Lokal an der Bergstation, also wenn man hochkommt mit der Seilbahn, da ist so einmal ein kleineres Lokal, ein großes, das große hatte geschlossen. Wir waren in dem kleinen und haben mega gut gegessen. Das war also sehr gut, ja. Das war richtig toll gewesen, das Essen, also wunderbar. Auch alles noch so angemessene Preise, muss man sagen, es ging. Ne? Die ganze Region dort auch, also waren die Preise sehr angemessen gewesen, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben uns aber dann trotzdem entschieden, weiterzufahren und wollten dann nochmal in die böhmische Region. Ja. Ja, zum Prag und dann in Ursprünglich wollten wir ja an die Spindler Mühle. Ja. Und dann war das eine ganz schöne Gurkerei dort. Man ist ja gleich sofort drüben, ne, vom Bayerischen Wald. Das ist mal ja schon fast an der Grenze,
wo wir da waren. Und dann war das ein ganz schönes Gegurke gewesen. Und dann haben wir in Prag, weil wir hätten sowieso durch Prag oder an Prag vorbeigemusst oder durchgemusst. Und dann habe ich Michael gebeten, ob wir nicht eine Nacht mal in Prag bleiben können. Weil ich war vor 38 Jahren das letzte Mal da zu meiner Schulzeit. Nee, die Schulzeit war das nicht, das war danach schon. Also als ganz junge Frau. Und auf jeden Fall war das dahin mein erster Flug in meinem Leben. Ich vergesse es nie. Bin das erste Mal mit dem Flugzeug geflogen damals und nach Prag. Und ich wollte einfach mal wieder da sein. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann da so einen Parkplatz gefunden, der war auch ausgestellt vor Park for Night, ne? Ja. Und wir haben aber da nicht übernachtet, weil da stand auch schon, naja, dass die wohl da auch, ja, also die haben dann schon Falschgeld rausbekommen beim Wechselgeld, wenn man da parken wollte, ne? Ja, man muss das ja bar bezahlen, da ist so ein bewachter Parkplatz. Ja, ob das jetzt beabsichtigt war, haben sie auch, das wissen sie nicht. Nee. Kann ja auch sein, dass denen das untergejubelt worden ist. Ja. Naja, der war so ein bisschen streng, der, wo wir angekommen sind, war nicht so gerade freundlich, der Inne, wo wir angekommen sind. Der, wo wir dann rausgefahren sind, der war ja total freundlich gewesen. Und ich glaube, günstiger kannst du nicht parken in... Was haben wir bezahlt? 4 Euro. Ja, 4,50 Euro oder was für knapp 4 Stunden. Ja. Und du läufst Viertelstunde, 20 Minuten bis du unten an der Moldau. Durch so einen Park kannst du da durchgehen, musst also nicht irgendwie Verkehrsdinger gehen. Nee, läuft sich auch eigentlich gut. Und die Treppe nicht vergessen. Ja, runter zu war schön. Man steht dann so oberhalb von Prag, kann dann auf Prag schauen, hat einen wunderbaren Ausblick über die Moldau und auf die Stadt. Eine wunderschöne Stadt, das weiß man ja auch. Prag ist schon was Besonderes, aber mega voll. Gell? Das weiß man auch. Ah, so voll habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, das, damit habe ich gerechnet. Nee, ich nicht. Es war wirklich, wirklich voll. Massenwanderung dadurch, durch die Stadt. Also eine sehr beliebte Stadt, wollte sich jeder angucken. Und das war schon anstrengend. Und wir sind auch wirklich nur durchgelaufen, weil wir hatten ja gar keine Zeit. Wir sind nachmittags angekommen, ich weiß gar nicht, um 4 oder was, oder 3:30. Und dann sind wir noch ein paar Stunden, bis Abend um 6:30 waren wir noch unterwegs gewesen. 3 Stunden sind wir durch Prag gelaufen. Reicht, wir wollten uns ja nur mal angucken, weil das eigentlich für den Hund viel zu anstrengend ist durch die ganzen Menschenmassen und so. Aber wir haben es gesehen, wir waren auf dem Wenzelsplatz und dann sind wir zurück. Und sind dann am nächsten Tag, nee Quatsch, an dem Abend noch auf dem Campingplatz in Prag gefahren. Und den können wir wirklich empfehlen. Allerdings ist das ein kleiner Campingplatz und da muss man vorher halt anrufen und fragen, ob frei ist. Aber sehr gut geführt, sehr liebevoll, privater kleiner Campingplatz. War sehr, sehr schön. Wir haben, glaube ich, den letzten Platz sogar gekriegt. Gell? Also es war total klasse gewesen, haben wir Glück gehabt, weil auf diesem großen Parkplatz wollte man nicht stehen bleiben, der war mitten in der Stadt und wir haben uns da einfach auch nicht so wohl gefühlt, wobei das auch gegangen wäre. Aber da war es auf jeden Fall schöner gewesen. Ja. Kostete 30 Euro, glaube ich, der Campingplatz, ne? Oder 35? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 35 Euro hast du bezahlt. So in der Drehe auf jeden Fall. Ja, aber mit Strom dann schon dabei. Alles dabei. Die haben den Duschen und die haben Waschmaschinen da, Trockner, also alles da. Wäscheleien zum Aufhängen. Also richtig super kleiner, schöner Campingplatz. Ja. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann wirklich tatsächlich weitergefahren nach Spindlermühle. Das wollten wir beide mal sehen. Wir waren noch nie da. Wir haben schon sehr viel davon gehört. Und das ist eine traumhafte Region dort. Ja. Das war sehr, sehr schön dort gewesen. Allerdings, ich glaube, es gibt da gar keine Wohnhäuser. Ja, nur Hotels. Ja, Hotels, Pensionen, whatever, ja. Ja, also Wohnhäuser haben wir nicht gesehen. Das ist ein reiner Touristenort. Aber wirklich schön, weil dort kommt ja die Elbe, die entspringt da wohl irgendwo in der Nähe und die kommt dann so in Stufen da runter vom Berg und landschaftlich auch wunderschöne Region, ist ja auch Skiregion. Wir haben schon überlegt, vielleicht mal, dass Michael mal Skifahren geht dort in der Tschechei. Also wir waren sehr überrascht, sehr freundlich. Wir waren dann auf dem Campingplatz gewesen in Spindlermühle und die waren sehr nett gewesen, auch ein sehr gut geführter Campingplatz. Direkt dahinter fließt die Elbe. Ja. Also
richtig schön. Wir waren echt traurig, dass wir jetzt keine Zeit mehr gehabt haben, da noch ein bisschen zu verweilen. Wir wären gerne noch da geblieben. Das Wetter war einfach so gigantisch. Wir haben ein wirkliches Glück gehabt mit dem Wetter in diesem Urlaub, gell? Ja. Also das war wirklich schön. Das hat Michael auch sehr gut gefallen dort, ne? Das war schön da, ja. Das Problem ist halt nur beim Skifahren, es ist nicht so sehr hoch. Und da brauchst du schon einen guten Winter, dass du da Schnee hast. Weil auf Kunstschnee fahren ist nicht mein Ding. Es ist schon steile Pisten, ne? Haben die schon, ja, da. Ja. Ordentliche, ja, ne? Aber es ist ja nicht so hoch gelegen. Nee. Aber wenn es mal einen schönen Winter gibt und wir vielleicht mal irgendwann ein bisschen Zeit haben und nicht mehr arbeiten gehen müssen oder weniger arbeiten gehen müssen, dann kann man sich spontan überlegen, es gibt Schnee, kann man fahren und es ist nicht weit. Allerdings eine Gurkerei. Ja. Oh. Gell? Ja, bis du aus dem Riesengebirge draußen bist. Und es ist über Polen, vor allen Dingen Polen war, ja, also sehr unangenehm zu fahren. Wir mussten ja dann auf der anderen, ach nee, wir sind ja dann noch zur Schneekoppe gefahren, so war es gewesen. Ja. Der Plan war, ich wollte unbedingt mal auf die Schneekoppe. Schneekoppe, das ist irgendwie noch so in den Köpfen drin und ich war noch nie auch da in der Region und wollte unbedingt mal auf die Schneekoppe hoch, aber also das ist der Ort da unten, ich weiß gar nicht, wie er heißt, an der Schneekoppe. Das ist auch so ein richtiger Touristenort. Sehr schön, muss man sagen. Wirklich modern, ganz tolle Restaurants und so. Aber es war voll. Es gab keinen Parkplatz mehr. Und wir hätten JWD parken müssen, um dann zur Seilbahn zu laufen. Und dann war schon 13:30 gewesen. Und dann noch da hoch und wieder runter. Das hätte sich einfach nicht gelohnt an dem Tag. Und da haben wir gesagt, das lohnt sich nicht, wir fahren. Und es war schade, weil es ein traumhaft schöner Tag auch gewesen ist. Auch dort die Landschaft wunderschön. Also Böhmen ist einfach wirklich, wirklich schön. Ja, und dann sind wir halt leider entschieden, nach Hause zu fahren. Und das war gestern. Ja, gestern. Und dann sind wir heim und haben aber nur Wäsche raus, Schmutzwäsche raus und nach der Post geguckt und Blumen gegossen und sind nochmal los und zwar zum Kraniche schauen. Weil ich hatte ja Michael geschwärmt vom letzten Jahr, wo ich hier in Baninchen gewesen bin und das war ja sowas von toll gewesen und also für mich ist das immer was Besonderes. Ich liebe Kraniche, weil sie auch mir immer so ein Stück weit, wie soll man sagen, also sie bringen ein Stück weit Melancholie und dann auch wieder die Freude, Melancholie im Herbst. Ne? Dann wissen wir, es kommt der Winter und wenn sie dann im Frühjahr wiederkommen und dann freut man sich, dann weiß man, man hat die Winterzeit geschafft, jetzt kommt der Frühling und die Vögel bedeuten einen. Also mir bedeuten die Vögel halt irgendwie besonders viel und war aber dieses Jahr leider sind nicht ganz, noch nicht so viele wahrscheinlich da. Ja. Wir sind wahrscheinlich zu früh gewesen, sogar dadurch, dass es bei uns jetzt doch länger warm ist und überhaupt wärmer ist, hat sich das irgendwie auch verschoben. Ne? Ja, zwei, drei Wochen wird es mehr sein. Ja, wahrscheinlich. Und die ziehen auch dieses Jahr genau in die andere Richtung wie letztes Jahr. Von daher sind die auch ein Stück weit vorne. Also kann man jetzt schlecht erklären. Also man hat jetzt nicht so viele gesehen wie letztes Jahr. Und heute jetzt, wo wir jetzt stehen, das ist auch an so einem Aussichtsturm für die Kraniche. Das ist ein Stückchen weiter praktisch. Und jetzt warten wir halt auch auf die Dämmerung, dass wir nochmal gucken können. Ich war vorhin spazieren gewesen und habe im Feld hier, im Kranichfeld, habe ich Kranichfedern gesammelt. habe ich gefunden, bring ja Glück. Und als ich mit Deuten war, Biber hat es hier. Also es ist eine wunderschöne Region hier. Ja, also das war ein sehr, sehr schöner Urlaub gewesen. Wir haben ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter gehabt und unheimlich viel erlebt. Wir waren an so vielen Orten gewesen und ja, haben uns ja dann mit Stefan und Uli getroffen. Da lacht er. Ja. Und dann haben wir uns auch mit Günther und mit der Ulrike getroffen. Und es war einfach ein total schöner Urlaub. Leider war ich die erste Woche doch ziemlich ja, unpässlich, also kränklich. Und das war ein bisschen schade, aber danach war es wirklich toll. Also der Schwarzwald war schön gewesen. Bayern war schön gewesen. Jetzt der Bayerische Wald war toll gewesen. Böhmen war schön. Also es war ein ganz, ganz toller Urlaub gewesen.
Und jetzt muss man erstmal alles verarbeiten und sammeln. Und jetzt werde ich mich nach und nach hinsetzen und die Videos fertig machen. Und ich glaube, wir haben uns auch ganz gut dann erholt, ne? Ja. Jetzt geht's los wieder. Jetzt ist die lange Zeit vorbei. Chefchen will arbeiten gehen. Ich glaube, der freut sich jetzt auch, dass er mal wegkommt von seiner Frau und von allem. Und seine Ruhe ein bisschen hat und wieder was schaffen kann. Also ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. So, liebe Videofreunde, wir haben ja ein bisschen wieder ein paar Kleinigkeiten uns angeschafft, damit das alles im Wohnmobil komfortabler und aufgeräumter ist. Unter anderem kommt jetzt eine Halterung für unsere geliebte Zeva-Rolle. Wo ihr euch schon öfters darüber amüsiert habt, wie viel wir rumzufliegen haben. Und die fliegen tatsächlich überall rum, nur nicht da, wo sie eigentlich sein sollen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal so eine Zeva-Rollenhalterung bestellt bei timostil.de und haben die uns geholt. Und jetzt gibt es nur einen Versuch, die einigermaßen gerade anzubringen. Wir haben uns jetzt für hier entschieden und hoffen, dass das auch klappt. Oh Jesus. So, ich hoffe, es ist nicht allzu schepp. Das lassen wir jetzt einen Moment hier drin kleben. Es geht, glaube ich. Bisschen schief ist es, glaube ich, oder? Wunderbar. Alles gut? Ja, sieht ganz gut aus. Ja. So, und jetzt, wo sind die Teile? So, und jetzt sind, kann man hier die Teile ranmachen. Und also die Magnete halten super. Die sind richtig. So. Ne, muss noch ein bisschen nach hinten. So. Da. Eine Zeva-Rollenhalterung. Und deswegen dürfen wir uns nur nicht den Kopf einschlagen, weil die sind ganz schön, obwohl sie abgeschliffen sind und so, aber trotzdem sind die ganz schön scharfkantig. Da muss man aufpassen. Aber ich denke, es wird gut gehen. Jetzt habe ich endlich eine Znedis. So geht's nicht. Warte mal, ich muss mal ein bisschen nach außen machen. So, jetzt, so. Cool. Ist auch weit genug vom Herd entfernt. So, dann haben wir uns noch bestellt eine Garderobenstange, also Garderobenhalterung für unsere Jacken. Und die werden wir jetzt auch anbringen. Die kommt jetzt hier oben ran. Und dann können wir, wenn jetzt gerade mal so Regentage sind oder so, und dann kann man hier gut die Jacken anhängen, dass die sich erstmal ein bisschen abtropfen. Wir haben sie jetzt immer ins Bad gehangen oder über den Sitz. Und jetzt kann man es hier schön hinhängen. Und da haben wir nochmal eine zusätzliche Leiste oder Handtücher, Geschirrtücher etc., was auch immer. Und das wird auch jetzt so angeklebt und dann kann man diese Haken individuell eben dran machen. Ob man ein oder zwei ran macht, ist egal. Und das machen wir jetzt auch noch. So, ich habe jetzt keinen Bleistift mit, aber so ein Kajal tut es ja auch. Oder ein Lippenkonturenstift.
kann man wieder abwischen. So. Und nochmal. So, jetzt noch den Abstand, dass das gleich ist auf jeder Seite. So. Probe, als Exempel. So, wo sind die Magnete? So, jetzt können wir die heranmachen. Aber nicht belasten in den ersten 24 Stunden. Okay, dann tun wir so, als ob. Einmal frei. Ja, und dann haben wir hier uns noch so einen Windschutz gekauft bei Timo. Und das ist hier so eine Metallplatte sozusagen. Und man klemmt die einfach hier in die Glasabdeckung an. So, und dann ist das wunderbar. Dann ist hier so ein Schutz da und dann kann man auch schön kochen. Wenn die Tür offen ist, bei uns wackelt es ein bisschen. Michael hat jetzt hier so ein paar Keile mal mitgenommen. Das müssen wir dann mal austesten, jetzt wenn wir unterwegs sind. Weil es kann sein, dass wenn das windig ist oder so, dass das hier dann anfängt zu wackeln. Das würde mich stören. Und wenn wir die dann hier reinstecken, dann ist das richtig fest. Und müssen wir noch verkleben, dann mit Holzleim richtig, dass die fest sind. Und dann sitzt das richtig schön fest. Und dann kann man wunderbar hier kochen. Auch wenn die Tür offen ist und es bläst eigentlich die Flamme aus. Ja, das sind so ein paar Magnete, haben wir uns noch gekauft. So ein paar einzelne, die man überall ranmachen kann. Und da kann man noch einzelne Haken dann auch überall mal hinmachen. Und die werden wir auch noch irgendwann anbringen. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir uns dann noch anschaffen wollen. Für draußen auch. Und ja, aber jetzt erstmal das wieder Stückchen für Stückchen. Das ist schon wieder mal eine Bereicherung für uns und freuen wir uns drüber. Und ja, und Timo unterstützen wir auch gerne, weil der einfach super coole Sachen macht und extrem fleißig ist und einfach ein sehr sympathischer Mensch ist. Und von daher unterstützen wir Timo sehr, sehr gerne und zeigen das halt natürlich auch gerne. Wir verlinken euch die Produkte unterm Video. Oder im Amazon-Shop, ist ja auch unten unter dem Video aufgeführt. Und da findet ihr unsere ganzen Produkte, was wir uns so nach und nach jetzt angeschafft haben. Und da könnt ihr gerne mal rumstöbern und schauen. Und wenn euch was gefällt, draufklicken. Wir kriegen halt dann, wir YouTuber, die das machen, wir kriegen halt eine kleine Provision dafür. Und ihr braucht nicht lange suchen und unterstützt uns damit. Und darüber würden wir uns natürlich auch freuen.
Guten Morgen. Wir stehen hier in Wanninchen an dem Tagebausee, ist das wohl. Und da drüben sind die Schlafplätze von den Kranichen, da kommst du aber nicht hin. Das ist Naturschutzgebiet und das ist auch gut so, da haben die ihre Ruhe. Jetzt kommen sie von ihren Schlafplätzen, fliegen jetzt hier rüber Richtung ihren Fressplätzen, wo sie dann tagsüber sind. Und schwierig mit Bilder und Video machen, denn sobald der Führungsvogel uns entdeckt, biegen die ab und fliegen dann halt an uns vorbei. Aber ich hoffe, wir kriegen trotzdem ein paar brauchbare Aufnahmen hier zusammen. Ja, das ist ein Faszinosum. Die Gänse machen das nicht. Nö, die fliegen über uns drüber, aber die Kraniche, wenn die uns dann, die kommen auf uns zugeflogen, ne? Ja. Und wenn die uns dann sehen, dann fliegen sie eine Kurve und fliegen an uns nicht direkt drüber, sondern vorbei. Ja. Sind sehr scheue Tiere und aber es ist ein Faszinosum, ne? Die Geräuschkulisse am Morgen, das ist Wahnsinn, oder? Ja. Ganz, ganz toll. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist einfach irre. So schön ist das.